Hat Real ein Tor geschossen? Kacken? Du bist ein scheiß Ehrenmann! Es gibt die Sexstellung Eule. Hast du das gerade gegoogelt? Hast du eine Freundin oder einen Freund? Eine Freundin? Du hast eine Freundin? Ist die hier? Ich liebe den Moment jetzt schon, Digga. Du gehst irgendwann auf Klo, plop, plop, plop. Sieh, ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Geht an dein Handy, macht das Internet auf Sexstellung Eule, Digga. Und sie denkt auch so, ich bin gespannt, was das wird. Steht da auch, was da gemacht wird? Du musst den Kopf um 180 Grad drehen. Ach, das kann sein. Guck mich an, du Sau. Liebesleben von Eulen und Spatzen. Nein, Digga, das sind Eulen, die bumsen. Das sind Tauben, die bumsen. Ach, die machen die Eule. Es gibt zwei Tauben, die gerade die Eule machen. Das ist so pervers, Alter. Oh ja, wie geil ist das denn, Digga? Gib's ihr, komm, gib's ihr. Die unten guckt vor so, oh, ach deswegen, guck mal hier, die guckt wie eine Eule. Das ist ja geil, Alter. Mega. Grüß dich, mein Dicker. War gut? 10 Pfund ohne Knochen. Es ist überragend und ekelhaft zugleich. Wir haben gerade rausgefunden, es gibt die Eulenstellung. Kannst du dir vorstellen, wie die geht? Nee? Du bist so dabei? Du siehst vor dir rote Haare, weißt du ja? Ich weiß sehr viel über dich, mein Freund. So, du bist so dabei und dann so, Schatz, gefällt dir? Und dann siehst du plötzlich sie, wie sie dich anguckt. Und du guckst dann, bist komplett entladen und sie, und alles raus. Und du, ja, Mann, 10 Pfund ohne Knochen. Ja, ich liebe dich, Bruder, wirklich.